Was ich hier schon wieder für Post bekommen habe. Gucken wir mal nach. Ah! Ein Jabon ab. Fitness-Tracker sind ja zurzeit in aller Munde, sei es jetzt von Nike, Fitbit oder auch von Jabon. Ja, Jabon hat mit dem App das zweite Gerät bzw. das Gerät in der zweiten Revision rausgebracht. Es gab früher schon mal eins, aber das war technisch absolut nicht einwandfrei und deswegen ja, ist es wohl überhaupt nicht durchgestartet. Aber jetzt mit dem App hier haben wir ein super wunderbares Fitnessarmband, ja, was einige Funktionen zu bieten hat. Und ich nutze das Bändchen schon eine längere Zeit jetzt. Ja, was ist das App überhaupt? Es ist ein Armband, das kann die Schritte aufzeichnen und auch den Schlaf. Das heißt, man kann sich dann in einer schönen Grafik angucken, wie viele Schritte ist man gelaufen, wie lange hat man geschlafen, hatte man eine ruhige Schlafphase, also wirklich, ob man ruhig oder nicht ruhig geschlafen hat, den Tiefschlaf. Es kann einen sogar wecken, da ist ein kleiner Vibrationsmotor eingebaut. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, so wie das Ganze hier aussieht. Ja, wir haben hier also ein Armbändchen und das ist aus Gummi. Man sieht es also sehr schön, dass jetzt hier wirklich keine störenden eckigen Kanten irgendwas ist, sondern man kann es ganz, ganz angenehm tragen. Ja? Es fühlt sich auf jeden Fall überhaupt nicht störend an. Und ja, wenn man mal übers Tragen spricht. Anlegen geht ganz einfach. Man sieht, ich mache einmal so und es ist wieder ab. Das liegt daran, dass das Material hier sehr flexibel ist. Man kann es also wirklich sehr gut an- und ablegen. Quasi einmal kurz hier dran halten und fertig. Und es ist auf jeden Fall, also ich muss jetzt schon ein bisschen dran ziehen, damit es wirklich abgeht. Aber wenn man jetzt hier rumfummelt oder so rumwischelt, ne, man wird es absolut nicht verlieren. Außer man hat vielleicht so einen Haken oder so, man zieht jetzt hier dran. Aber ansonsten, es geht immer wieder in seine Form zurück. Super gemacht. Das Gerät selber, das wird mit dem Smartphone synchronisiert. Und zwar kann man das nur über den Klinkestecker des Smartphones machen. Es wird kein Bluetooth-Chip eingebaut, einfach damit der Akku ein bisschen länger hält. Die Akkulaufzeit beträgt laut Herstellerangaben so um die 10 Tage. Im Test sind es aber 7 bis 8 Tage gewesen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie oft man das Gerät synchronisiert, auch wie oft man zwischen den Modi hin und her wechselt. Da möchte ich aber gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir haben bei dem Gerät einen einzigen Button. Und zwar ist das hier unten dieser kleine silberne. Und wenn ich da drauf drücke, dann sieht man ganz gut, dass es eine LED gibt. So, die leuchtet grün. Das bedeutet im Endeffekt, das Gerät ist betriebsbereit. Und es gibt auch noch verschiedene Modi. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal länger drauf drücken. Dann geht der Schlafmodus an. Ansonsten, so, man sieht hier nämlich, man hat jetzt hier einen Mond. Wenn ich nochmal drauf drücke, sieht man hier ganz gut, da weiß man, dass es im Schlafmodus ist. Wieder länger gedrückt halten. Und das Gerät ist wieder im normalen Aktivitätsmodus, um die Schritte zu zählen. Ja, man kann zum Beispiel auch zweimal auf den Button drauf drücken, dann geht man in einen anderen Aufzeichnungsmodus rein. Man kann auch dreimal und dann, also dreimal drücken und dann nochmal länger gedrückt halten. Dann geht man in den PowerNet-Modus, damit kann man den Mittagsschlaf machen und das abweckt, weckt einen dann nach 30 Minuten. Pi mal Daumen, je nachdem wie gut man schläft. Weckt es einen ein bisschen früher, ein bisschen später. Das registriert wirklich, wie oft man sich auch im Schlaf bewegt und versucht da so eine leichte Schlafphase zu erkennen, damit man vernünftig aufwacht und nicht, ich sag jetzt mal, wenn man gerade mit einem Tiefschlaf ist. Ja. Außerdem ist das Gerät wasserdicht, das heißt, man kann damit duschen. Man kann damit sich die Hände waschen, alles Mögliche. Allerdings würde ich sagen, oder wird auch von Herstellerseiten gesagt, man sollte damit nicht unbedingt schwimmen gehen. Es ist jetzt nicht so wasserdicht, dass es man damit tauchen gehen kann oder sowas in der Richtung, aber zum Duschen, zum Händewaschen, sowas in der Richtung, damit sollte es vollkommen ausreichen, ja.
Ich muss sagen, man kann insgesamt das Gerät wirklich sinnvoll nutzen. Man kann auch die Schritte kalibrieren. Das heißt, man sagt jetzt, oh, ich bin 400 Meter gelaufen. Speichert dann in diesem Aufzeichnungsmodus auch die Meter auf. Die App sagt dann einfach, wenn das Gerät synchronisiert hat, okay, du bist 412 Meter gelaufen. Dann kann man das korrigieren und dann wird das Ganze auch später berücksichtigt. Ja, eingebaut ist hier im Endeffekt ein kleiner Bewegungssensor, ein sogenannter Pendometer. Jabon nennt diese Technik hier drin Motion X. So, nochmal in der Nahansicht, dass man das vielleicht nochmal hier sehen kann. Diese Technologie ist wirklich dafür dann da, um halt die Schritte so zu zählen, wenn ich jetzt laufe. Wenn ich zum Beispiel irgendwie das Band nur hin und her schütte, dann erkennt dieser Bewegungssensor, das ist kein normaler Schritt und zählt das dementsprechend nicht mit. Das funktioniert manchmal gut, manchmal weniger. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Bewegung mache, die ähnlich der Laufbewegung ist, dann wird es als Schritt mitgezählt. Wenn ich jetzt hier so den hier mache und irgendwie so ein bisschen hin und her wacke, dann zählt es keine Schritte mit. Natürlich auch sehr interessant, dass man den Schlaf aufzeichnen kann. Und das hat auch im Test sehr gut funktioniert. Gut, ich persönlich stehe morgens sehr früh auf, deswegen war ich nie so richtig hellwach, aber das liegt auch an der Zeit, ne, wann ich aufstehe. Ansonsten, das Wecken hat soweit sehr zuverlässig funktioniert. Ich muss dazu sagen, manchmal habe ich es nicht gespürt. Ich weiß nicht, ob es wirklich am Vibrationsmotor lag, der hier auch verbaut ist, oder ob ich einfach zu müde war und das deswegen nicht gemerkt habe. Ja, in den meisten Fällen habe ich es aber. Dieser intelligente Wecker, der versucht euch so zu wecken, dass ihr im Schlaf, im leichten Schlaf aufweckt. Das heißt, ihr könnt also sagen, ich möchte um 7 Uhr geweckt werden. Aber gerne auch 30 Minuten vorher. Man kann also eine Zeitspanne angeben. Falls man nämlich vor 7 Uhr einen leichten Schlaf hatte, dann weckt er das ab halt vorher. Negativ ist zu sagen, das Gerät ist ein bisschen teuer. Es kostet 129 Euro. Vergleichbare Geräte gibt es auch schon für 100 Euro. Allerdings ist es vom Komfort her ein wenig angenehmer als die Konkurrenzprodukte. Und man muss dazu auch sagen, es ist wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur ein Bewegungssensor verbaut. Das heißt also, es wird nicht meine Herzfrequenz gemessen, mein Puls oder sowas in der Richtung. Wäre natürlich wünschenswert, wenn man sowas in zukünftigen Produkten auch irgendwie hat. Ist natürlich auch schwierig, die Technik auf so einen kleinen Raum unterzubringen. Aber man darf es ja natürlich gerne mal überraschen lassen. Ja, jetzt im Anschluss würde ich euch nochmal gerne ein bisschen die App zeigen, die einem interessante Statistiken darüber bietet, wie lang man gelaufen ist. Man kann auch seine Aktivitäten eintragen und benennen, zum Beispiel, ich war heute schwimmen, Fahrradfahren, im Fitnessstudio oder was auch immer. Und dazu zeige ich euch jetzt einmal die App. Ja, ich fange jetzt einfach mal mitten in der App an und man sieht jetzt hier, dass man hier verschiedene Trends hat. Und zwar über diese Trends kann ich mir anzeigen lassen, wie lange ich hier zum Beispiel geschlafen oder wie viele Schritte ich gemacht habe. Ne? Das ist dann hier so eine schöne Statistik. Und ich kann mir aber verschiedene Informationen anzeigen lassen. Das heißt, ich könnte mir auch zum Beispiel hier sagen, wie viel leichten oder wie viel Tiefenschlag ich hatte. Ich kann mir sogar anzeigen lassen, was ich gegessen habe. Und zwar kann ich das in dieser App auch eintragen, sofern ich das da nachhalten möchte. So, jetzt gehen wir mal hier zum Beispiel auf die aktive Zeit. Und hier unten die, weiß ich nicht, Trainingszeit zum Beispiel, ja. So. Hier sieht man ganz gut, was man für eine aktive, was man für eine Trainingszeit hatte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Fitnessstudio war, hier habe ich das dann immer getrackt. Oder wenn ich dann irgendwelche anderen Aktivitäten hatte, ne, sowas in der Richtung. Das sah auf jeden Fall schon mal ganz gut. So. Dann habe ich hier mein Profil, wo ich da jetzt hier zum Beispiel sehe, wie lange ich geschlafen hatte, wie viele Teammitglieder ich habe. Und das sieht man dann also immer wieder, ne? Schlaf und Schritte, mal habe ich mehr, mal habe ich weniger Schritte erreicht. Ja, Gewicht heben für eine gewisse Zeit, also auch mal wieder so ein bisschen Sport gemacht. Das kann man hier wunderbar sehen. Und ich kann auch hier drauf gehen und so. Gehen wir hier bei den Schritten und kann mir hier diese Statistik nochmal so ein bisschen genauer angucken. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger lang fahre, dann sieht man hier auch ganz gut, ne, um welche Uhrzeit ich wie viele Schritte gemacht habe.
auch wie viel Kalorien ich da verbrannt habe, etc. pp. So, jetzt gehe ich hier wieder hier rüber. Kann mir zum Beispiel mein Team angucken, das sind die Leute, die ich dann hier drin habe. Und kann man dann auch anschauen, so was die alles für Aktivitäten haben und tragen das Ganze dann hier auch ein. So kann man sich auch wieder immer gegenseitig so ein bisschen anspornen, je nachdem, wie ich halt möchte. So. Es gibt auch verschiedene Apps, zum Beispiel If This Then That oder sowas in der Richtung. Und mit diesen App kann ich dann quasi kooperieren, kann man hier wunderbar auch dann ja, also verschiedene Events anzeigen lassen oder mit If This Then That zum Beispiel das irgendwie koppeln mit anderen Diensten. Da muss man sich natürlich mal ein bisschen näher beschäftigen. Auf jeden Fall, man hat hier halt die Möglichkeit, das mit verschiedenen Diensten dann zu koppeln. Je nachdem, wie man möchte, so kommt man dann auch auf diese App dann drauf. Aber hier bin ich jetzt nicht eingeloggt, das heißt, deswegen gehe ich auch direkt mal wieder zurück. Ich kann angeben, was ich hier freigeben möchte. Vielleicht möchte ich dann auch zum Beispiel meinen Schlaf nicht teilen oder was auch immer mit anderen Leuten. Und wie ich schon gesagt habe, man kann das Armband wirklich kalibrieren und dann sagen, aha, ich bin so und so viele Schritte gelaufen. Armband hat mehr oder weniger Schritte aufgezeichnet. Ja, und damit sich das Ganze dann so ein bisschen einspielt. Wenn ich auf die Startseite gehe, dann sehe ich, wie viel meine Leute gelaufen sind. Heute hatte ich das Armband noch nicht um, deswegen sieht man jetzt hier nicht, wie viel ich hier gelaufen bin. Ansonsten, wie gesagt, kann man hier diese Timeline sehen und dann sehe ich hier meine eigenen Erfolge, aber auch das, was meine Bekannten hier hatten und natürlich auch, wenn sie irgendwas kommentieren, das kann ich natürlich dann auch machen und dann halt auch da mit meinen Kollegen drüber diskutieren soweit. So. Jetzt hat man aber auch schon mal gesehen, ne, dass man hier oben noch mehr Optionen hat. Und zwar haben wir hier einmal den Wecker, dann habe ich den Smart Alarm. Der ist interessant, um zu sagen, wann ich geweckt werden möchte. Das sieht man also auch ganz gut, dass ich hier zum Beispiel sage, ich möchte jeden Tag um 4:30 aufstehen. Ja, kann aber auch bis 20 Minuten früher sein, je nachdem, wie man es halt möchte. Ja, ich möchte das diesmal nicht eintragen. Als nächstes kann ich sagen, Warn bei Inaktivität. Das ist eine sehr interessante Sache. Und zwar, wenn ich jetzt zu lange irgendwie am Computer sitze oder sowas in der Richtung, ja, und ich habe mich nicht bewegt, dann vibriert das Gerät, damit ich dann weiß, oh, ich habe mich jetzt seit, weiß ich nicht, einer halben Stunde, 15 Minuten, man kann es jetzt hier einschalten und nach sagen, gut, nach 30 Minuten Inaktivität, von dann bis dann soll das dann laufen. Ja, und dann erinnert mich das Gerät daran. Wenn ich jetzt auf Synchronisieren gehe und das Gerät hier einstecke, einfach hier in den Klinkeport rein, sage ich Sync. So, man muss dafür die Lautstärke da ganz hoch machen. Und jetzt sieht man auch, wie lange das Gerät hält und wie das mit dem Akku aussieht. Das erfährt man also immer über diese Synchronisation. So, es hat das Gerät synchronisiert und hat diesen Inaktivitäts Modus übertragen auch oft auf das ab. Ne? So, dann wartet man noch mal kurz ein bisschen. So, das Ganze wird auch in die Cloud hochgeladen. Das heißt, ich könnte es jetzt auch auf einem anderen Gerät sehen, wenn ich zum Beispiel meinen Account auf dem iPhone eingerichtet habe, was auch immer. So, allerdings wollte ich jetzt diesen Inaktivitätsalarm nicht haben. Den werde ich jetzt dann wieder ausschalten. So, und das synchronisiere ich dann einfach nochmal. Die Synchronisationszeit hängt auch mal ein bisschen davon ab, wie viele Daten da drauf sind. Jetzt ging es ziemlich fix. Ja, ansonsten kann ich noch ein sogenanntes Nickerchen halten. Das ist auch wieder interessant. Und zwar kann ich jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel maximal eine Stunde schlafen, das Nickerchen 45 Minuten halten und dann gibt es so 15 Minuten Puffer, wo mich dann das Gerät halt weckt. Es steht auch immer hier in der Einstellung nochmal genau drin, wie man diesen Modus aktiviert, wie oft man auf das Knöpfchen draufdrücken muss. Es ist wirklich kinderleicht. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, man kann da mehrmals auf den Knopf drücken und halt verschiedene Modi aktivieren. So. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Training und Schlaf manuell eintragen, würde ich es nicht über das Gerät getrackt habe. Das nehme ich mal wieder raus.
Und kann eine Stoppuhr benutzen. Und die Stoppuhr ist dafür da, wenn ich zum Beispiel laufen gehe oder sowas, dann aktiviere ich diese Stoppuhr. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und dadurch kann ich dann auch diese Aktivität komplett aufzeichnen und dann wird es auch hier gesondert angezeigt. Nachträglich sage ich dann, was es für eine Aktivität war und kann dann das dementsprechend auch mit meinen anderen Buddies, die ich hier in der Liste habe, ja, diskutieren. Man hat es gerade schon ganz gut gesehen, ne? Hier auf dem Button, wenn ich drauf drücke, kann ich dann dementsprechend auch nochmal sagen, gut, ich möchte das Gerät nur manuell synchronisieren. Ja, Trainingszeiten, Schlafeintragen habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und jetzt habe ich nochmal zwei Sachen. Und zwar kann ich hier allgemein sagen, was ich für einen Status habe. Das heißt, ich wische einmal das Mannequin nach oben und nach unten. Mir geht es hervorragend. Jawohl, kann jetzt hier auch nochmal sagen, ich möchte das teilen oder nicht. Offen heißt, ich teile das. So, das sieht man hier ganz gut. Und hier kann ich jetzt sagen, ich möchte mein Essen nochmal eintragen. Ich habe hier so eine Bibliothek, da habe ich so ein paar Sachen schon mal eingetragen. Manche habe ich mit Bilder eingetragen, manche nicht. Man kann also die kompletten Nährwerte hier hinzufügen, wenn man möchte. Jetzt geht es zum Beispiel mal auf die Spaghetti. Und man sieht jetzt hier, was das für Nährwerte sind. Ne? Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, wie viel da drin ist, was auch immer. So, möchte ich nicht speichern. Habe aber auch eine riesige Datenbank, die ich hier wählen kann. Ne? Verschiedenste Gerichte und kann hier über das Plus auch noch sagen, ich möchte den QR-Code scannen. Hier kann ich direkt ein Gericht fotografieren und dann die Nährwerte manuell eintragen. Und tippen ist auch klar. Da kann ich jetzt zum Beispiel tippen. Was haben wir denn da Schönes? Pizza. Ne, ist mir jetzt einfach mal so spontan eingefallen. So, und dann hat man hier verschiedenste Möglichkeiten mit Pizzen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das allererste hier. Eine Cars-Pizza. So, dann gehe ich auch weiter, einmal hinzugefügt. So, und bei dieser Käsepizza habe ich dann hier auch schon vorgegebene Nährwerte. Ne? Hier kann ich nochmal sagen, eine Scheibenkuchen. Also manchmal sind die Einteilungen sehr interessant, aber in den meisten Fällen kann man dann zwischen Portion oder Gramm wählen und das dann auch entsprechend ziemlich genau machen. Also nicht, was habe ich jetzt? Pizza, weiß ich nicht, 400 Gramm oder sowas in der Richtung und sehe dann hier auch direkt entsprechend die Nährwerte. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, könnte ich jetzt noch mal ein neues Foto auswählen oder direkt eins schießen. Ich kann auch sagen, wo und was. Und natürlich, wenn ich noch mehr gegessen habe, kann ich das dementsprechend auch hinzufügen. Dann gehe ich auf Speichern. Das Ganze wird noch mal hier eingetragen. Ja, man sieht hier oben immer, dass es halt in die Cloud hochgeladen wurde. So, dann refresh das Ganze so ein bisschen. Jetzt habe ich das gemacht und sehe dann auch hier, was ich gegessen habe. Eine Käsepizza mit 36 Kalorien. So, hierüber sehe ich dann, aha, ich habe jetzt so und so viel schon gegessen. Man kann dann auch sagen, wie viel das von dem empfohlenen Tagesbedarf ist. Und ich habe das Gerät auch gerade synchronisiert. Es hat im Video vorhin so ein paar Schritte aufgezeichnet und sagt, aha, es waren das 0,37 Kilometer. Das ist halt die Sache, wenn ich das Band halt wirklich nur bewege und damit gar nicht großartig laufe, es zählt schon irgendwie Schritte. Das heißt, man kann es so eher als Richtwert betrachten, anstatt als hundertprozentig akkuraten Wert. Das Gerät soll aber auch eher dazu anspornen, sich zu bewegen. Es soll den Teamgeist fördern, ne? Es soll die Gesundheit fördern. Deswegen kann man auch sein Essen hier aufschreiben, damit man weiß, was man gegessen hat und damit man einfach alles so ein bisschen bewusster angeht, ja. Es ist absolut kein wissenschaftliches Gerät, das Jabon ab, ne? Da geht man lieber zum Arzt. Übrigens die Kappe hier, die hält auch wunderbar, ne? Die geht auch nicht ab. Man muss sie schon mit ein bisschen mehr Kraft abziehen. Gut, insgesamt habe ich ja das Fazit vorhin schon mal erwähnt. Empfehlen kann ich das Gerät auf jeden Fall. Wer Spaß daran hat, auch sich immer ein bisschen bewusster zu ernähren, sich zu bewegen, seine Ziele einzuhalten, dem sei das Ganze ans Herz gelegt. Wer jetzt eine akkurate Wissenschaft erwartet, ne, für 130 Euro, der sollte sich lieber ein Pulsmessgerät holen und dann damit joggen gehen oder sowas in der Richtung. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten besucht unseren Channel und geht auf unsere Seite www.pocketpc.ch und bis zum nächsten Mal.